Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns beten, dass Gott sein Wort uns segnen möge. Himmlischer Vater, wir bitten dich, sprich zu uns. Lass dein Wort uns ins Herz dringen und uns erneuern, reinigen und uns Kraft schenken. Amen. Zu Hause bleiben, körperlich distanziert, sozial verbunden. Dies sind Dinge, mit denen wir in dieser Zeit Erfahrung haben. Und wir erleben sie weiter in Phase 4 der Ausgangssperre. Wir erkennen, wie wichtig es ist, andere und uns selbst vor der Infektion mit dem Coronavirus zu schützen, indem wir die physische Nähe einschränken. Deshalb werden wir in der Kirche für einige Zeit keine Gottesdienste mehr haben. Und doch erkennen wir auch, vielleicht mehr als zuvor, als wir es für selbstverständlich halten konnten, wie wichtig es ist, mit unseren Freunden, unserer Familie verbunden zu sein. Verbunden sein über Telefon, soziale Medien, Internet ist für viele von uns eine Lebensader der psychischen Gesundheit geworden. In diesem Zusammenhang hören wir den heutigen Predigttext. Ich lese aus Johannes, Kapitel 15. Jesus spricht: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und werft sie ins Feuer, um sie zu verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Das habe ich euch gesagt, dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Bleibet, bleibet in meiner Liebe, bleibt in mir und ich in euch. Bleiben. Wie war es für euch, in den letzten 5 Wochen zu Hause zu bleiben, bei ihrer Familie oder alleine zu bleiben? War es stressig? Hatten Sie das Gefühl, als würden die Wände Ihres Hauses zu einem Gefängnis werden? Jesus spricht zu seinen Jüngern:
beim letzten Mal, das sie teilen. Er bereitet sie auf die Zeit seines Todes und auf die Zeit danach vor. Sie werden Angst haben, sich bedroht fühlen. Wir lesen später, dass sie sich aus Angst um die Juden eingeschlossen haben. Jesus möchte seinen Freunden, seinen Nachfolgern, die Angst haben und desorientiert sein werden, eine Quelle der Kraft und des Vertrauens geben. Bleibt in mir und ich in euch. Er benutzt das Bild eines Weinbergs. Jeder in Judäa wusste damals von Weinbergen. Sie waren überall. Ein guter Weinbauer wusste, wie man die Reben so schneidet, dass sie die meiste Frucht produzieren. Die Blätter sollen einander nicht bedecken, damit kein Schimmel entsteht. Sie sollen so viel Sonne wie möglich empfangen, damit die Trauben so süß wie möglich sind. Dein guter Landwirt wusste, wie viele Zweige er an einen Weinstock zulassen konnte. Wie viel gute Früchte ein gutes Stamm und ein gutes Wurzelsystem produzieren konnte. Und so wurden die Reben im Herbst nach der Ernte zurückgeschnitten, damit sie wachsen konnten, stark würden und gute Früchte tragen. Jesus sagt: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der trägt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Im Weinstock zu bleiben bedeutet, am Stamm zu bleiben, eine gute Verbindung zum Stamm und zu den Wurzeln zu haben, denn vom Stamm und den Wurzeln erhält der Zweig seine Nahrung. Am 1. Mai, als wir unseren ersten Übungsspaziergang außerhalb des Grundstücks machten, sahen wir, dass die Stadtverwaltung Trane beschäftigt war und die Jacaranda-Bäume beschnitten hatte. Die Äste am Boden sind bereits braun und trocknen aus. Sie haben die Verbindung zum Stamm, zu den Wurzeln verloren. Sie erhalten keine Nahrung mehr. Es half ihnen nicht, dass es regnete. Sie konnten die Feuchtigkeit nicht aufnehmen. Sie sind tot. So ist es auch mit uns Jüngern, Nachfolgern Jesu. Ohne unsere Verbindung zu ihm stirbt unser Glaubensleben, verdorrt es, wird braun und tot. Aber wie können wir die Verbindung zu Jesus aufrechterhalten? Wir sehen ihn nicht. Wir können ihn nicht berühren. Was bedeutet es, in ihm zu bleiben? Vielleicht kann unsere Erfahrung einer physisch entfernten sozialen Verbindung helfen, dies zu verstehen. Jesus sagt: Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Und ihr seid schon rein um des Wortes willen. Die Verbindung zu Jesus, die wichtig ist, ist die Verbindung zu seinem Wort. Wir haben es in dieser Zeit erlebt. Obwohl wir nicht mit Freunden und Familien physisch zusammen sein konnten, konnten wir dennoch telefonisch, über soziale Medien und über Entfernung miteinander verbunden bleiben. Mit Jesus verbunden zu sein, bedeutet, mit seinem Wort verbunden zu sein. Ich möchte ein anderes Beispiel verwenden. Man könnte sagen, dass ein modernes Äquivalent der Verbindung zu dem Bild, das Jesus verwendet, die elektrische Lampe ist. Wenn sie in der Steckdose eingesteckt, angeschlossen bleibt, kann sie leuchten. Sobald die Verbindung
getrennt wird, geht sie aus. Aber wie können wir mit Jesus, mit Gott verbunden bleiben, wenn wir physisch getrennt sind? Vielleicht kann uns diese Lampe helfen, dies zu verstehen. Sie leuchtet, auch wenn sie nicht physisch angeschlossen ist. Aber sie muss aufgeladen werden, damit sie weiter leuchtet. Sie wird aufgeladen, wenn sie in der Sonne ausgesetzt wird. So, wenn die photovoltaischen Zellen hinten drauf in der Sonne sind. So genau muss unser Glaube immer wieder aufgeladen werden, indem wir uns dem großen Licht des Wortes Gottes aussetzen. Die Lampe muss eine ganze Weile in der Sonne bleiben, damit sie die Kraft hat zu scheinen. Genau so muss unser kleines Licht des Glaubens regelmäßig dem großen Licht der Sonne des Wortes Gottes ausgesetzt werden, damit sie scheinen kann. Und das ist es, was Jesus, was Gott für uns beabsichtigt. Scheinen, leuchten oder auch Früchte bringen. Ich möchte ein wenig über dieses Bild nachdenken. Frucht. Wunderbare, süße Trauben. Die Reben und die Zweige produzieren diese Trauben, aber die Trauben, die Früchte, dienen nicht den Zweigen. Durch die Frucht der Rebe dient diese Rebe, dienen die Zweige anderen, den Menschen, den Vögeln, den Tieren, die die Früchte essen. Es geht nicht darum, uns selbst zu dienen, für uns selbst stark zu werden. Am Ende geht es darum, anderen in Liebe zu dienen, so wie Jesus uns in Liebe gedient hat. Die Frucht, die wir zu tragen berufen sind, ist der Dienst an andere in Liebe. Und dadurch werden wir Erfüllung finden. Unsere Freude wird darin voll. Menschen versuchen immer wieder, Erfüllung zu finden, indem sie bekommen, Dinge, Macht, Anerkennung erlangen. Aber all dies erfüllt nicht. Im Gegenteil, sozialpsychologische Untersuchungen zeigen, dass wir Menschen wahre Erfüllung finden, wahre Freude erfahren, indem wir geben, dienen, zum Leben anderer beitragen. So hat Gott uns gemacht. Wir sind dazu geschaffen, Geschöpfe zu sein, die unsere wahre Erfüllung darin finden, von Gott die Liebe zu empfangen, die er in Christus, in seinem Wort gibt, und unseren Mitgeschöpfen in Liebe zu dienen. Bleib in Christus. Bleib in seiner Liebe. Setze dich seinem Wort aus. Lass sein Licht auf dich scheinen und dich aufladen. Und dann bringe Frucht. Lass dein Licht leuchten. Diene anderen in Liebe. Bringe sein Liebeswort, seine Zuwendung zu anderen. Nimm dir diese Woche Zeit, um auf Gottes Wort zu hören. Lies den Predigtext wieder und wieder. Lass ihn dein Herz füllen. Und dann denk, wer braucht mein Dienst? Ruf jemand an, der einsam ist. Frage eine ältere Nachbarin, ob du sie für sie einkaufen kannst. Heb etwas Müll auf. Wo wir in Christus bleiben, sein Wort uns erfüllt und seine Liebe zu uns, durch uns fließt, dort werden wir seinen Frieden erfahren. Dieser Friede, der größer ist als alles, das wir verstehen. Bewahre deine Herzen und Sinne,
in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen.